geflogen. So, Vorsicht auf unserer noch nicht bestehenden richtigen Unterkonstruktion. Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil dieser... von diesem Leuchtturm-Projekt. Dieses Projekt, genau. Dieses Projektes. Genau, wir werden euch mal unten an der Playlist verlinken. Dort findet ihr alle Videos, Teil 1 und Teil 2 auch. Und im Teil 2 ging es quasi darum, wie wir einen riesigen Berg Sand hier weggeschifft haben und die großen 100 mal 200er Pfosten hier angebracht haben. Und heute geht es darum, wie wir die Terrasse, das Deck gestalten. Das heißt, wir machen die Unterkonstruktion, machen dann oben WP-Zieldielen drauf in Zusammenarbeit mit My Harry. Und einen passenden Rabattcode blende ich dir jetzt hier ein. Und alle Infos dazu findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir legen los, ne? Wir legen los. Übrigens ein kurzes Fazit zu meiner Handtasche hier. Die ist echt gut. Bis jetzt ist auch noch nichts rausgefallen. Egal, wie ich die positioniere. Und Steffi übt sich gerade einen Hakuschrauber. Ich übe mich nicht. Der rutscht halt immer raus, weil der so einen komischen Aussatz hat. Und ich der ist so. Die ganze Zeit darüber auf. Ich will aber so einen... Ich hätte gerne so diesen langen Aufsatz, diesen normalen, dass man sieht, wo man hinschraubt. Den habe ich jetzt. Den hast du, ja. Und ich kriege hier diesen Krüppel. Ah, siehst du? Ja, warte mal kurz. Du kannst ja gleich meinen haben. Also, wir machen jetzt Folgendes. Hier seht ihr schon das fertige Ergebnis. Ich habe die Balken, also die Querstreben, haben wir einmal in der Mitte durchgesägt. 2,50, damit wir die auch mit einem Auto transportieren können. Und es ist jetzt so, dass ich mir ein bisschen unsicher bin. Also, wir haben jetzt hier einen Pfosten und hier einen Pfosten. Und der Stoß ist exakt dort. Und damit das Ganze ja nicht wabbelig wird oder ein bisschen Stabilisierung hat, haben wir uns dazu entschieden, einfach links und rechts nochmal ein Stück Multiplex oder Siebdruck anzuschrauben. Schadet ja nicht, ne? Hat man immer in der Werkstatt, also sollte man haben. Oder ich habe es auf jeden Fall ganz viele Massen und schnell mal zugesägt auf 100 und festgeschraubt. Das macht nämlich jetzt die liebe Steffi. Habe ich euch ja gerade ein bisschen gezeigt. Also es ging wirklich nicht die Tage über hier zu filmen, weil es ja noch immer sehr, sehr windig ist. Deswegen habe ich diesen Step, die letzten Balken hier zu befestigen und zu streichen, einfach mal gemacht. Ich habe einfach da nochmal Farbe genommen, die ich übrig hatte von meiner Holzfassade. Das ist so ein Aluminium-Silbergrau. So, und jetzt haben wir ja die Balken hier gestrichen gehabt, schon in der Werkstatt. Das war sehr clever, da müssen wir es hier oben nicht mehr tun. Und mein Plan war ja, dass wir diesen Balken hier... kommen ja 5 Stück in der Breite rauf, dass wir jetzt hier rüberkommen über diese Bollerchen hier. Und ich glaube, mein Plan geht nicht ganz auf, weil wir schaben hier dran. Wenn ich jetzt so mache, dann ist die Wasserwaage richtig schief. Ne? Ich habe mir noch mal Reste zugeschnitten. Siebdruckplatte, natürlich wasserdicht. Ich glaube 20 oder 21 mm dicht. Die vorgebohrt. Die kommen nämlich direkt da drunter. Und dann haben wir, upsala, dann haben wir die Höhe erreicht und gleichen das quasi somit aus. Was ganz wichtig ist, natürlich müssen wir uns die Querbalken jetzt anzeichnen. Und das macht die liebe Steffi. Dafür verwendet sie mein Lieblingstool von Wolfkraft. Wie soll es anders sein? Ich werde ja auch als Mr. Wolfkraft bezeichnet. Das ist ein 3D-Winkel, damit arbeite ich wirklich schon lange Jahre. Und warum soll man mit so einem tollen Werkzeug nicht arbeiten, wenn man es für gut befindet? Und passend dazu hat sie gerade einen Markierer in der Hand, besser gesagt einen Tieflochmakler.
Marker, kein Makler. Diesen Marker gibt es, glaube ich, auch aktuell im Set auf Amazon, beispielsweise mit 2 Minensets. Und das Tolle daran, also was ich sehr, sehr gut finde, ist beispielsweise, dass die Minen sind ja meistens immer grau und dort sind immer jeweils im einen Set eine Mine mit dabei, die gelb ist. Das ist jetzt vielleicht bei diesem grauen Untergrund, ja, mag man das noch leicht sehen, diesen grauen Bleistift, aber bei schwarz ist es was ganz, ganz anderes. Verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Danach wird das ganze System Master festgeschraubt. Danach werden die Querbalken festgeschraubt. Ich verwende pro Kreuzung immer 2 Schrauben. Und was ist das A und O? Natürlich, auch wenn alles in Waage ist, nochmal kontrollieren. Von der Breite, von der Länge her und natürlich muss das Terrassendeck nachher eine Flucht haben mit dem Klotz, sprich mit dem Fundament, was sich darunter befindet. Übrigens, wenn du das erste Video noch nicht kennst, unten in der Videobeschreibung findest du eine Playlist. Dort, also die Playlist handelt nur um den Leuchtturm und dort findest du jedes Video einmal verlinkt. Dort zeigen wir auch mal ganz genau, warum, weshalb wir dort jetzt einen Leuchtturm bauen, wie wir dazu gekommen sind, was sich, wozu der wie soll ich es nennen, dieser große Betonklotz, wozu der nötig war und so weiter und so fort. Schau dir es mal an, ist ganz, ganz interessant. Also wenn du jetzt mal reingeschaltet hast, kann ich dir das nur am Herzen legen. So, ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel, wenn ich eine Sonnenbrille trage, weil die Sonne blendet hier extrem. Also Steffi ist gerade unterwegs. Ich habe ja schon per Insta-Story und Co. erzählt, dass es hier ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, um zu essen und um Freizeitaktivitäten zu gestalten. Und wir haben gedacht, wir probieren jetzt mal aus, da drüben bei dem Surfclub. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, werden wir aber gleich wissen von Steffi, wenn sie wiederkommt. Und wir müssen an dieser Stelle jetzt aufhören, weil die letzte Strebe, die hier raufkommt, wie gesagt, ich habe keine Säge mit. Und die Säge hätte ich halt dafür gebraucht, denn ich muss ja die letzte Strebe hier, die hier hinkommt, die muss ja einmal geteilt werden. So, bisschen ungünstig, weil ich die letzten Tage eine Stichsäge mit hatte und jetzt leider nicht. Aber wir sind schon ganz gut vorangekommen. Die Streben sind alle soweit drauf, ist auch alles soweit stabil und Steffi hatte die Idee gehabt. So, Steffi ist zurück. Was hast du denn da Leckeres? Ich habe ein Bacon Cheese-Sandwich. In extra knusprig. Und einen Kaffee. Ja, darf nicht fehlen. Okay, und ich habe eine Salami-Pizza. Sieht gut aus. Jo. So, wir erzählen euch gleich, was Steffi für eine Idee hatte. Fertig gefuttert und jetzt, du hast hier noch was am Mund. Jetzt echt? Ja, ein bisschen. Jetzt erzähl uns mal deine Idee. Meine Idee, also da ist eine, bei der Unterkonstruktion im Boden ist eine Lücke und also eine Balkenlücke. Und da habe ich gesagt, oh, lass uns die doch ausnutzen und vielleicht so eine Wanne reinlegen oder irgendwie was. Und im Boden vom Leuchtturm eine Klappe machen, sodass wir eine, ein Stauraumfach im Boden haben, nach unten hinweg. Genau, was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir das Ganze machen sollen oder ob wir das einfach zupflastern sollen. Genau. Und ob ihr das auskleiden würdet oder ob ihr das so im Original lassen würdet. Am nächsten Tag konnten wir munter weitermachen und unsere Querbalken zuschneiden. Ich hatte nämlich jetzt eine Feinsäge mit im Gepäck. Übrigens wird sich in nächster Zeit was ändern im Thema Akkusäge. Einfach am Ball bleiben auf Instagram, auf TikTok oder hier auf YouTube. Ganz, ganz wichtig, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren. Denn ich habe mir was ganz, ganz Besonderes zugelegt, extra oder speziell oder sagen wir mal exklusiv für den Leuchtturmbau. Ja, und die Querbalken haben wir jetzt angebracht und danach geht es auch gleich weiter mit dem WPC-Deal. Die letzte Diele ist jetzt zugesägt und WPC-Dielen. So sieht das Ganze aus, mal in der Nahaufnahme. Und das Ganze ist ein Vollwerkstoff. Meiner Meinung nach hat der, glaube ich, 70% Altholz, Holz drin. Und 30% sind da, glaube ich, Kunststoff. Also ein recyceltes Material.
Kann auch sein, dass es 50-50 ist, weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist das Ganze sehr, sehr langlebig, es ist recycelt, es ist ein ganz, ganz toller Werkstoff, denn du musst die Oberfläche jetzt nicht ölen, nicht streichen, nicht behandeln, die bleibt wirklich so. Und deswegen habe ich mich für dieses Leuchtturmprojekt auch wieder für so eine Terrassendiele entschieden. Und das Tolle jetzt da ist, da wir hier das Ganze mit Klipse bzw. mit unsichtbare Klemmhalter verschrauben, sehen wir oben auch keine Schraubenlöcher. Und ist eine ganz, ganz tolle Variante. Es gibt die auch in unterschiedlichen Farben und auch in drinne hohl. Kommt immer darauf an, was für eine Unterkonstruktion du wählst, was du genau vorhast. Und für diejenigen, die jetzt vorhaben, eine Terrasse zu bauen und du hast gerade vielleicht eine Rasenfläche oder hast einen alten Waschbetonboden oder. Es gibt ein Video, da gehe ich ganz genau drauf ein. Da gibt es so Stelzenlager, da kannst du unterschiedliche Höhen mit ausgleichen. Dann zeige ich dir, wie du eine Unterkonstruktion bauen kannst, worauf du achten musst. Auch wenn du keine Fundamente hast, gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise mit Terrassenplatten zu arbeiten. Das Video dazu verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und nein, nicht nur die Steffi arbeitet, es gibt auch jemanden am Ende der Leitung, beziehungsweise am Stahlseil, der das Ganze hochkurbelt. Und zu diesem schweren oder tollen Lastenkran gibt es auch ein Video, verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und es sieht wirklich anstrengender aus, als es ist, denn ihr werdet es gleich sehen, ich musste den Kran abbauen, um natürlich das Terrassendeck weiter zu verlegen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Ganze in Ruhe an, wie man denn sowas verlegt. Guck mir in die Augen. Guck mal hoch. Nein, scheiße. Schau, was hast du da drin? Da? Ah ja. Handwerker, Nahrung? Komm, gib mir die Hand. Nein. Hier, Dicky, zieh mal Bauch ein. Komplett? Nicht so richtig? Ja, mach doch den Gimbal. Den Gimbal? Mach doch den Joystick hoch. Ja, ist doch. Gut, nicht drauf. Ja. Das ist jetzt das erste Brett. Brett. So, jetzt können wir loslegen mit dem Terrassendeck. Wie schon angekündigt gehabt, nehmen wir mal ganz kurz Platz. Haben wir die gesponsert bekommen von My Harry. Alle Daten und Infos dazu, was es für Dielen sind, das sind jetzt Vollholzdielen, WPC-Dielen, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch einen Rabattcode. Und es gibt natürlich auch noch mehr bei My Harry. Einfach mal nachschauen. Wir haben die jetzt fixiert, ausgerichtet, das passt soweit. Und es gibt halt, wenn du jetzt beim Start bist, also die erste Diele, da gibt es solche. Ja, die sind so halb quasi. Schrauben sind auch mit dabei. Und dann für jede weitere Diele gibt halt auch einen Kalkulator bei My Harry. Nimmst du diese hier, diese T-Dinger. Da gibt es auch Schrauben dabei, passend schwarz. Deswegen haben wir auch die Dielen hier schwarz gestrichen. Damit, wenn du dann durch die Ritzen guckst, damit es nicht so auffällt. Was wir jetzt noch als Hilfsmittel nehmen werden, sind diese Zwinge hier von Wolfkraft. Die sind speziell dafür gedacht, für den Terrassenbau. Das heißt, du hast hier quasi, oder zeigen wir euch gleich, wenn wir loslegen, kannst das Ganze dann einklemmen, falls mal irgendwie eine Diele, bei denen nicht, die sind wirklich perfekt, schräg ist, vor allem beim Massivholz oder Vollholz, da brauchst du diese Zwingen unbedingt. Das ist ein ganz, ganz tolles Set, davon nutzen wir gleich zwei. Und für alle diejenigen, die demnächst eine Terrasse bauen wollen, wir verlosen so eine Zwinge gezielt mit einem Bohrset. Also du kannst das Ganze auch systematisch dann vorbohren. Alles ist hier mit dabei, passende Spanner. Hier siehst du das Ganze nochmal, wie das funktioniert. Und das Tolle daran, du kannst danach auch eine ganz normale Klemmzwinge drauf machen. Die passenden Auflagen sind auch mit dabei. Und was musst du tun? Einfach Hashtag Wolfkraft und einfach einen Kommentar da lassen.
Und wie vor ein paar Minuten angekündigt, musste der Kran weichen, denn wir wollen das Terrassendeck ja heute zu Ende bringen. Das heißt, ich musste ganz, ganz vorsichtig den Kran ablassen mit einem Seil, weil unsere Treppe ja noch nicht da ist. Im Übrigen wird das eine Stahltreppe werden, also eine verzinkte Stahltreppe mit, ich weiß es nicht, 20 Stufen, keine Ahnung, kommt aber alles noch. Und damit ich den schönen Terrassenbelag nicht zerstöre, habe ich das Ganze natürlich mit Vorsicht gemacht. Und es war gar nicht so einfach, weil dieser Kran wiegt schon um die 40 bis 50 Kilo. Und das Ganze so alleine runterzuziehen, ihr seht es mir schon an, es ist wirklich sehr, sehr schwer. Herrlich, so schönes Wetter, muss ich sagen. Ja, die letzte Diele habe ich gerade angebracht und ja, es sieht echt wunderschön aus. Das Ganze ist sehr, sehr stabil, es wappelt nichts, es biegt sich nichts durch. Wie gesagt, ihr müsst das Ganze beachten. Es gibt da ein bestimmtes Rastermuster bzw. Maße, die ihr einhalten solltet bei so einem Terrassendeck. Die Zwingen von Wolfcraft bzw. die Adapter waren wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn das eine oder andere Diele mal ein bisschen schief war, was unter anderem fast gar nicht vorkam. Aber ich denke, bei Holzdielen ist es wirklich sehr, sehr nützlich, beziehungsweise sollte man unbedingt haben. Wie gesagt, alle Infos zu My Harry findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung und ich werde euch auch nochmal diese hier unten verlinken. Aua. Und wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, wir verlosen einen Satz davon, ne? Und beziehungsweise es ist eine Zwinge mit Bohrschablone für beispielsweise Holzdielen, könnt ihr natürlich auch für WP-Zielendielen nutzen. Die sind jetzt hier verdeckt geschraubt, es gibt aber auch welche, die ihr sichtbar schrauben könnt. Und alles, was ihr machen müsst, findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten findet ihr jetzt Teil 3 von diesem Leuchtturmprojekt. Ja, wo machen wir es mal? Hier irgendwo an der Seite. Und ja, Abo-Button auch. Und es gibt auch eine Playlist. Falls du mein Video vergessen oder verpasst haben solltest, findest du auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, ciao.